Herr Schädel, großer Tag heute für die ASFINAG, großer Tag für die Region Bregenz. Ein feierlicher Akt heute, Tag der offenen Tür in der neu restaurierten, neu renovierten alten Pfändertunnelröhre. Wenige Tage bevor es dann wirklich soweit ist, dass beide Pfändertunnelröhren ihren Dienst aufnehmen. Wie zufrieden ist man denn da auch als Vorstandsvorsitzender, als Verantwortlicher schlussendlich auch dafür, dass das jetzt endlich ein Ende nimmt, dass jetzt bald wirklich der Verkehr freigegeben werden kann? Ich bin sehr glücklich, dass das alles gut über die Bühne gegangen ist. So ein Bauwerk mit so vielen Beteiligten, über 100 Einzelaufträge, 200 verschiedene Firmen, die hier gearbeitet haben, die alle zusammenwirken, ein Ziel, ein Bauwerk zu errichten und das am Tag genau nach Plan, nach 6 Jahren fertigzustellen, das ist eine sehr gute Leistung aller Mitarbeiter der ASFINAG und aller der Beteiligten. Aber, und ich bin sehr stolz, dass wir auch den Finanzplan eingehalten haben. Wir werden sogar etwas drunter abrechnen. Rund 200 Millionen Euro haben wir uns vorgenommen. Wir haben es erreicht, beide Ziele. Das ist sehr schön für uns, aber auch für unsere Mitarbeiter hier vor Ort, die ja ständig bei Staus eingreifen müssen, die ständig bei Unfällen dabei sein müssen, dass die wiederum ein ruhigeres Leben haben, dass die genauso wie die Feuerwehr, die Rettung nicht ständig ausfahren müssen. Das ist auch für den Betrieb eines Autobahns sehr wichtig. Es gibt ja hier einen großen Festtag, dass die Bevölkerung auch den Tunnel erleben kann, zu Fuß auch mal erleben kann, dass man da reingehen kann. Gespannt, was das heute auch für Resonanz gibt. Wir wissen überall, wo wir das machen, dass es sehr gut ankommt, dass die potenziellen Verkehrsteilnehmer nicht beim Durchfahren, wo man ja kaum etwas sieht, sondern auch Zeit hat, zu Fuß gehen kann, sich anschauen kann, was hier passiert, welche Einrichtungen es gibt, was hier wirklich alles getan wurde im Hintergrund, Dinge, die man nicht sieht und Dinge, die man sieht, auch als Autofahrer, aber vor allem das, was man nicht erkennen kann, das kann man mal anschauen, kann sich erklären lassen. Aus unserer Erfahrung kommt das sehr gut an und ich bin überzeugt, dass viele aus der Umgebung, viele Vorarlberger, aber auch aus dem benachbarten Ausland kommen werden, sich diesen Tunnel anzuschauen.